Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück. Nee, nicht zurück. Neue Session, neues Glück. Zu Rocket League zusammen mit dem Chicky Boing. Hi. Hi. Wir sind heute mal ein bisschen ruhiger, denn das ist ja hier mitten in der Nacht, ne? Nicht, dass wir die Leute rausbrüllen. Ich kann das ganz gut. Was rausbrüllen? Ja. Nachbar hat sich letztens beschwert, würde ich mal sagen. Ne? Ja, der war nicht glücklich hier, um nachts um 2 Uhr beim Soma-Spielen wach zu werden. Also, ja, wie eine kreischende Jungfrau. Ja? So. Richtig. Okay. Ist soweit durch oder dann Soma? Soma ist durch, ja. Also ja, kommen dann die Folgen so sukzessive dann, die letzten? Also am Morgen, das ist Montag, ich weiß jetzt nicht das Datum, aber morgen kommt die letzte Folge. Oh, okay. Und auf jeden Fall super spannendes Ende. Allgemein die Story fand ich super und für mich eine der Überraschungen dieses Jahr. Also es ist nicht mein Spiel des Jahres, also für mich ist das Alien Isolation, weil ich halt ein großer Alien-Fan bin und das einfach nur grandios war. Ja. Aber für mich auf jeden Fall die Überraschung des Jahres, Soma. Für Horrorfans definitiv zu empfehlen. Ja, ich habe auch gesehen, das hat auch reißende Fans gefunden. Allerdings. Dann springen wir erstmal hier rein und machen. Genau. Wir haben jetzt so überlegt, wir aus anderen Umständen, dass wir 2 Spiele pro Folge machen werden. Das ist einfach so eine zeitliche Sache, die das geschuldet ist, sodass wir euch ein bisschen längerfristig auch Content bringen können als immer nur ein paar Tage. Und gucken wir mal, wie das klappt und wie es ankommt bei euch vor allem. Chicky Boy mit Munchie, Firefox und Retarded. Retarded. Ja. Ja. Ja, so fühle ich mich manchmal auch. Ups. Oh. Wo wir gerade beim Thema waren. Ja. Aber du hattest vorhin ein sehr interessantes Thema angeschnitten, bevor wir hier gestartet haben. Ja, das stimmt. Und zwar, du hast was gesucht, hast du gesagt. Und da sind wir, glaube ich, auf das Thema gekommen. Ja, warte. Oh, oder auch nicht. Oh, ich hänge im Tor fest. Oh. Ah, okay. Alles gut. Ja, und zwar, ich habe mir so überlegt, ich habe mich bei Google Fotos eingeloggt und habe dann so über die Cloud nachgedacht und mich mal so gefragt. Google hat ja Unmengen an Daten über uns. Also ob es jetzt über Smartphones ist oder ob Google Plus ist oder unsere Suche ist ja egal was. Ja. Nutzen wir die Google Cloud etc. pp. Und dann habe ich mal so überlegt, gab es eigentlich irgendwann mal einen Datenskandal bei Google? Und mir ist überhaupt nichts eingefallen. Überhaupt nichts. Eigentlich mir auch nicht. Also wenn, dann würde ja eigentlich dort am lautesten dekret werden, weil man ja immer sagt, der Datenkrake. Sicherlich ist es ein Datenkrake. Ja. Aber super, Tor. Ja, ja. Entschuldigung. Sicherlich ist es ein Datenkrake, aber wenn dort was passieren würde, ein GAU, halt Datenklau, wäre ein GAU für den Verein, wie richtig, für jeden anderen auch, der damit handelt und arbeitet, aber es war nichts. Also zumindest ist mir nichts bekannt. Also dann haben sie es richtig gut unter den Tisch kehren können. Und da geht es ja auch um Vertrauen. Also wenn Google dieses Vertrauen verlieren würde, dann wäre es definitiv ein Super-GAU. Aber dann verstehe ich aber nicht. Also bei Google war es ja so, dass sie sich, und man höre und staune, auch Apple, zwar nicht ganz so doll, aber trotzdem, sich gegen diese ganzen NSA-Geschichten doch ein bisschen gewehrt haben. Ne? Richtig, ja. Dann verstehe ich aber nicht, dass dann zum Beispiel Microsoft so unbescholten aus der ganzen Sache rauskommt, weil Microsoft ja sehr wohl siehe Skype so ein paar Hintertürchen offen hat, die auch fleißig genutzt werden. Okay, man könnte natürlich auch sagen, bitte? Nein! Ah, schade. Man könnte natürlich sagen, okay, dementiert wurde bisher von Microsoft ja auch noch nichts, aber auch nichts, wie soll man, Mist. Wo war ich jetzt? Also Microsoft hat ja schon ein paar Ecken abbekommen und sie haben das aber auch nie richtig dementiert, diese ganzen Geschichten, ja. Aber komischerweise, ja, weiß ich nicht, schadet deren Image nicht so richtig. Nee, nicht wirklich, das stimmt.
Aber dann bei Apple und Co. da auf einmal schon, weil da wird dann immer gesagt, ja, die wollen dann immer nur die Daten, aber wenn du guckst, so die richtige fette Cloud, die hat eigentlich mit unter Microsoft aufgebaut, wenn du dir das Office 365 anguckst. Ja, ja. Die ist ja wirklich heftig groß und vor allem sind sich ja einige Unternehmen, speziell jetzt auch EU oder aus dem deutschen Raum, gar nicht mal bewusst, was sie eigentlich da mitunter für Unternehmensdaten rausgeben, ja, wofür du normalerweise, wenn du sowas machst, gleich immer, da ist er drin, super, eins auf den Deckel kriegen würdest, richtig, so wie ich schon mal mit jemandem geschimpft habe, weil er seine BWA per E-Mail an Steuerberater geschickt hat. Mensch, sowas macht man nicht. Ja, seine Firmen, die tiefsten Firmengeheimnisse unverschlüsselt irgendwo hinzuschicken. Und da ist das Tor, super. Und andersrum wiederum nutzen dann die Firmen stellenweise gerne so eine Wolke, weil es ist ja einfach, Daten in die Cloud zu legen. Und dann von jeder Stelle aus zu arbeiten und kostengünstiger in Gänsefüßchen. Aber was sie dann teilweise für Unternehmensdaten da hinlegen, da freut sich jeder Konkurrent, wenn er die in die Hände bekommt. Ah, zu spät. Oh, Shiki. Da war's. Schade, schade. Ja, umso beeindruckender, dass das bei Google so läuft. Das beeindruckt mich wirklich, weil ich doch annehmen muss, dass Google gerade ein großes C-Loch ist und die sicher auch beschäftigt sind mit der Abwehr solcher Attacken. Das für wahr. Und man muss dazu sagen, also für diejenigen, die jetzt denken, ja, was erzählen die eigentlich hier für einen Quatsch? Ich meine, ich spreche mal auch für den Chiki. Wenn ich sage, dass wir beide sehr, sagen wir mal, datenschutzfreundlich eingestellte Menschen sind. Und der ist drin. Scheiße. Ja, und dementsprechend auch so eine Sachen sehr kritisch sehen, wenn dann irgendwelche Daten irgendwo hinkommen. Und man muss aber neidlos sagen, bis darauf, dass Google immer mehr Daten haben will, Daten verloren, in dem Sinne haben sie noch nicht. Zumindest nicht das. Ja, und dann guck dir deutsche Vorzeigeunternehmen an. Ja. Das war ja vor ein paar Jahren so, wo dann diese ganzen Skandale hochkamen. Und da frage ich mich doch. Wo da unsere Kompetenz ist, wenn doch eine Firma aus den USA, Google, das so viel besser hinkriegt, ne? Ja, die eigentlich sogar noch ein viel größeres Ziel sind als eine Telekom oder Siemens oder was auch richtig. Immer. Richtig. Ach. Naja, die werden jetzt von unserer Frau Vosshoff geschützt. Upsala. Da ist er. Jo. Jau, super Ding. Also deswegen, das muss man wirklich mal in so einem Raum stehen lassen, dass man da nichts hört. Kann gut sein, kann schlecht sein, aber selbst wenn Daten verloren gegangen sein sollten, hat man davon nichts mitbekommen. Richtig. Und ich denke mal, Hacker hätten das schon längst groß breit getreten, dass sie den großen Konzern Google gehackt hätten. Und die... Oh, falschen Knopf. Ich habe einen falschen Knopf. Oh, nein! Herrgott! Scheiße. Ich habe nämlich springen gedrückt als... fuck. Ich wollte nämlich Toro den Rim schlagen, aber... Jetzt aber. Na, irgendein Nachteil muss es ja haben, wenn man über Google spricht, ne? Der ist drin. Super. Haha! 5 Tore hier. Ich habe noch nichts gemacht, habe 50 Punkte. Läuft. Ja. Nee, zum Beispiel Microsoft hat ja schon Daten verloren. Denen ist ja eine komplette Cloud abgehauen schon. Wenn du es so nennen willst. Bei denen komplett ein Datencenter weggeraucht ist. Und, okay.
Ich war zu früh. Bin zu früh gekommen hier. Jo, kein Problem. Nachspielzeit. Wir haben nochmal ein Nachspiel quasi. Ja. Nee, da komme ich nicht mehr dran. Scheiße. Oh oh. Nein, das gibt's doch nicht. Ausgehebelt. Oh, oh. Ah. Aber war ein schönes Spiel. Ja, aber frustrierend. Na klar. Oh, ich sehe, du hast ein neues Foto. Ich hab neu. Ist das ja, in deinem Profil hier. Ist das nicht hübsch? Hat er mit übertragen. Was sagen unsere Zuschauer denn dazu? Zu meinem Foto? Ja, schreibt es in die Kommentare. Bewertet das Foto. Bewertet mein Foto und Kontaktdaten gibt es dann im Anschluss. Wo wir suchen mal ein neues Match, bevor es noch peinlicher wird. Ja, da steckst du stellenweise ja nicht drin. In was jetzt? Ja, so in Dingen. Das ist manchmal so ganz schwierige Kiste. So allgemein gesehen. Immer. Auch schon wieder irgendwelche Clan-Leute aus der USA. Ja, und Nuki-Fix haben wir auch noch. Ah, ey, dass ich immer so weit fliege, das ist so lästig. Aber es liegt ja nur an mir. Oh, 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 oh. Oh, oh. Super. Shiki ist doch da, alles gut. Ich habe schon wieder die falsche Taste. Und spring vorbei. So denken ihr echt, ey. Ah! Nein, 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 doch. Ist doch drin. Ja, Entschuldigung. Was neinst du denn? Aus meiner Perspektive sah das ein bisschen anders aus. Aber eigentlich war der perfekt. Ja. Perfekt im oberen linken Eck. Oh, oh. Guck mal, wie weit ich fliege. Bis auf der anderen Seite vom Spielfeld. Ach, was machen die denn? Was war das? Herr Kollege? Und was war das? Scheiße! Nein! Cheeky! Du hast ein... Ah. Tor von WP Ghost. Nicht schlecht. Der ist bestimmt ein Ghost-Spieler. Ja, wie bei Mario Kart, die Ghosts. Fahr du mal. Numa. Boah. Ich werde hier abgebremst. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Ja. Macht ihr denn? Keine Ahnung. Jetzt zur Mitte. Zu weit weg von mir. Die fahren hier einen kunterbunten Haufen zusammen. Ah. Nein, wie ärgerlich. Boah. Ich krieg noch einen Herzinfarkt bei deinem Fahrstil. Das ist scheiße. Oh. Bin kaputt. Boah. Was muss ich denn hier arbeiten, hör mal? Oh. Ich mach doch gar. Also nicht schlimme, mach ich. Oh. Sei die Stürme von. Oh. Oh. Ey, ist denn das. Nein, nein! Guter Schuss, danke. Naja. Ja, du hast ihn.
Und da kommt er nach vorne, der Ball. Werde ich gebraucht da vorne? Ja, das könnte man so sagen. Also jetzt wirst du gebraucht. So. Aber ich habe ihn nach vorne gekickt. Das ist gut. Jetzt ist deiner. Jetzt hast du ihn. Der hat mir den Turbo geklaut, die Socke. Ach. Ohoho. Mensch. Ja! Da ist er! Ja, Mann! Aber nur, weil du mich weggedrängt hast. Ich wollte ja nur assistieren. Ja, ich weiß ja. Hat ja geklappt. So, ich bin hinten. Und. Ja, ich komme mal mit vor jetzt. Weg mit dem Lümmel. Achtung. Und jetzt umhalten den Ball. Eins. Zwei. Mist. Aufi, aufi. Scheißi? Kann ich nicht für. Oh. Der Oh-Oh-Faktor hält sich in Grenzen. Ah, falsche Seite. Nein, der war richtig so. Nein, der war nicht gut. Scheiße. Wieso denn? Ach, das ist doch Kuh-Mist. Ja, Spaß muss sein. Ja, das ist auch kein Ernst hier. Ja, liebe Leute, das war die heutige Folge Rocket Leagues mit dem Schickeboy und mir. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, dann ihr kennt's ja. Gebt kommentiert, Daumen hoch. Und schreibt mal, was ihr von Schickeboys Foto haltet. Das möchte ich gerne mal wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.